Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Windelvideo bei 1bis3.de und heute geht es um die sogenannte Höschenwindel. Vor kurzem habe ich euch in einem ganz kurzen Video aus dieser Stoffwindel-ABC-Reihe die Höschenwindel vorgestellt und da kam ja die Kritik dann auf, dass es doch viel zu kurz war. Okay? Habe ich mir zu Herzen genommen. Heute gibt es jetzt ein großes Video über die Höschenwindel. Und dann möchte ich euch heute in dem Video also vorstellen, was ist eine Höschenwindel, welche Unterscheidungen gibt es da, welche unterschiedlichen Arten, aus welchen Stoffen können Höschenwindeln sein, was muss beim Waschen und Trocknen beachtet werden und mit welchen Kosten muss man denn so ungefähr darauf achten. Wie ich schon in dem ganz kurzen Video erklärt habe, sind Höschenwindeln einfach Windeln, die wie ein Höschen sind, wie die klassischen Einwegwindeln. Und die werden dann halt entweder mit einem Klettverschluss, wie in diesem Fall, oder mit Druckknöpfen geschlossen. Was es jetzt bei den Einwegwindeln ja gar nicht gibt, das sind sogenannte One-Size-Windeln. Die gibt es bei den Stoffwindeln. Und One-Size bedeutet, es ist eine Windel, die mitwächst. Das ist nämlich hier der Fall, bei diesen Windeln. Das siehst du daran, dass die jetzt hier Knöpfe hat. Und du kannst so eine One-Size-Windel über eine längere Zeit hinweg verwenden. In den meisten Fällen ist das wirklich so kurz nach der Geburt bis eben dann zum Trockenwerden. Also da kommt es dann aber auch immer drauf an, wie groß, wie schwer dein Kind dann ist, wenn es aufhört, eine Windel zu benötigen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also im Durchschnitt sind das so, diese Windeln sind so geeignet für 3,5, meistens eher 4 Kilo bis ungefähr 14, 15 Kilogramm. Dafür sind die mitwachsenden Windeln geeignet. Der Vorteil ist dann natürlich, dass du bei diesen One-Size-Windeln nur eine Windelgröße für die gesamte Wickelzeit brauchst. Und wenn du mehrere Wickelkinder hast, brauchst du auch nicht unterschiedliche Windeln, sondern kannst einfach immer nur die Windel in der Größe verstellen. Und das passiert in diesem Fall hier zum Beispiel durch diese Druckknöpfe, die hier vorne sind. So. Damit wird die Windel kleiner, ja. Aber es ist natürlich der gesamte Stoff immer noch da. Das heißt, du musst diese gesamte Windel, die sich auch für ein großes Kind eignet, an einem ganz kleinen Baby dann auch unterbekommen. Das macht natürlich einen unheimlich dicken Popo dann. Im Unterschied dazu gibt es eben diese sogenannten Two-Size-Windeln. Das wären jetzt hier die vom Blümchen zum Beispiel. Und die sind dann eben größenangepasster. Das hier ist dann die Größe L und das ist die Größe XS. Genau, das ist XS. Es gibt auch noch eine Größe S. Und diese Windeln, die passen dann wesentlich genauer an das jeweilige Gewicht des Babys. Und du siehst, da ist ja wirklich ein riesiger Unterschied, ja? Also das ist eine mitwachsende, das ist eine größenpassgenaue Windel. Und dann hast du natürlich hier weniger an Stoff, die du an dem Popo unterbringen musst von deinem Baby. Natürlich musst du in dem Fall immer wieder eine andere Größe kaufen. Es kann auch mal sein, dass dein Kind so einen Wachstumsschub macht, dass du eine Größe überspringst, je nachdem, wie diese Windeln eben so geschnitten sind, in welchen Größen sie angeboten werden. Der Vorteil bei den Two-Size-Windeln, wie die auch genannt werden, der ist dann eben auch, dass du die Windeln gar nicht so lange benutzt, damit nicht so viel wäscht. Das heißt, du hast hier bei diesen Windeln einen höheren Wiederverkaufswert nach einem Kind oder zwei Kindern, als bei einer mitwachsenden Windel. Wenn du diese mitwachsende Windel jetzt 2, 3 Jahre lang täglich benutzt, so ungefähr, vielleicht auch noch bei 2 Kindern, dann sind die irgendwann einfach durch. Also da schafft der Stoff dann einfach dann doch nicht mehr und auch die Gummis, da ist der Verschleiß dann einfach höher. Das heißt, die kannst du dann eben nicht mehr so lange verwenden. Ich habe dir hier an dieser Babypuppe auch mal eine kleine Windel angelegt und dann kannst du sehen, wie schön dass das doch dann passt. Und in dem Fall ist das eine kleine Größe, die doch nochmal einen Knopf hat, sodass die ein gewisses Stück noch mitwächst. Also die wächst jetzt, kannst du jetzt nicht nur ein paar Wochen, sondern dann doch über ein paar Monate dann verwenden. Was jetzt bei allen Höschenwindeln, egal ob Two-Size oder One-Size, beachten musst, ist, dass du immer eine Überhose brauchst als Nässeschutz. Entweder eben aus Wolle oder aus einem Pullstoff.
Wie du eben gesehen hast, sind die Höschenwindeln entweder mit Druckknöpfen oder eben mit einem Klettverschluss zu schließen. Und in ganz vielen Fällen werden sie vorne am Bauch geschlossen. Es gibt aber auch Fälle, wie hier bei der Popolini Two Size, dass sie seitlich mit den Druckknöpfen geschlossen werden. Und dann lassen die sich auch nochmal hier so ein bisschen verstellen an der Seite. Und dann kannst du die auch ein bisschen länger benutzen. Ja. Welche Stoffe kann es geben bei den Höschenwindeln? Das ist wie bei allen Windeln mittlerweile eine ganz breite Auswahl an Stoffen. Es gibt reine Baumwollwindeln, es gibt Windeln, die aus einer Bambusviskose sind. Es gibt aber auch welche, die haben einen Hanfstoff, so wie hier diese Windel aus Ellas Haus. Und es gibt auch welche, die sind aus reiner Mikrofaser. Manche von diesen Höschenwindeln, wie zum Beispiel die hier von Ellas Haus, haben innen drin noch ein Mikrofaservlies. Dieses Mikrofaservlies dient dazu, die Haut des Kindes trockener zu halten. Das saugt gar nicht auf, sondern leitet einfach nur das Pipi an die Saugeinlagen, die da drunter liegen, weiter. Und hier ist das dann auch komplett festgenäht, die Saugeinlage, die da drin verwendet wird. Im Falle von diesen Huderwindeln, da ist die Saugeinlage lose und du kannst auch die Saugeinlage dann eben rauslassen. Du kannst nur diese verwenden, du kannst noch andere zusätzlich verwenden. Das kommt also wirklich drauf an, welche eure Favoriten dann sind an Saugeinlagen. Unterschiedlich gestaltet sind auch die Beinbündchen. Du siehst hier, wie bei diesen Huderwindeln, dass der Gummibund am Bein ganz glatt sein kann. Dann liegt der ziemlich glatt an, da schaut nicht viel raus. Bei diesen hier vom Blümchen gibt es die sogenannte Rüsche. Dadurch, dass es ja so unterschiedliche Stoffe gibt, musst du dann auch beim Waschen aber ein bisschen aufpassen. Also reine Baumwollwindeln kannst du jederzeit bei 60 Grad waschen. Wenn du eine Mikrofaserwindel hast, kann es auch sein, dass der Hersteller draufschreibt 40 Grad. Das ist vielen dann sehr unangenehm. Da müsst ihr dann schauen, wenn ihr sie bei einer höheren Temperatur wascht, wie sich das auf die Dauer dann auswirkt. Ich würde diese Windeln, egal ob es jetzt aus Baumwolle oder aus einer Viskose oder Mikrofaser ist, auch nicht ständig bei den ganz hohen Schleudertemperaturen dann schleudern, bei 1800, 1600 Umdrehungen. Warum nicht? Das sind die Gummis. Und da solltet ihr dann eben auch aufpassen beim Trocknen. Wenn ihr Windeln in den Trockner stecken solltet, macht ihn nicht zu heiß. Also macht nicht dieses absolute Schranktrocknen oder ultra stark trocknen. Das greift die Gummibündchen einfach an und dann verlieren sie auf die Zeit gesehen ihre Elastizität und können auch zerbröckeln. Ihr solltet auch immer aufpassen, dass wirklich gut ausgewaschen wird, die Windel, weil wenn hier der Saugkern so dick eingenäht ist, wie das zum Beispiel auch bei den Popolini-Windeln der Fall ist, wirklich richtig gut ausspülen, darauf achten, dass ausgespült wird in der Waschmaschine, damit sich hier kein Urin dann noch restlicher da ansammelt. Und es ist auch total wichtig, dass ihr sie wirklich gut trocknen lasst. Also lasst sie lieber einen Tag länger auf der Leine hängen und seht zu, dass sie trocken in den Schrank kommen, denn wenn sie noch ein bisschen feucht hier in diesem Saugkern drin sind und liegen dann gestapelt in dem Schrank, dann können sich da drin dann eben auch Bakterien vermehren. Wenn ihr sie trocknet, nicht unbedingt so aufhängen. Eine nasse Windel mit den Gummibündchen, das zieht sich dann aus. Ne? Auch das geht auf die Dauer, auf die Elastizität der Gummibündchen. Macht es lieber so, dass wenn ihr da diese zwei, drei Leinen habt, dass ihr die Windel so darüber hängt. Dann wird das gesamte Gewicht dann doch etwas besser verteilt. Und wie bei allen Windeln, ich sage es jedes Mal, wie bei allen Windeln gilt, kein Weichspüler nehmen. Weichspüler legt sich wie ein Film hier drüber und damit saugt die Windel nicht mehr auf. Und das wollt ihr ja nicht bei einer Stoffwindel haben. Also entweder einen Wäschespüler oder diesen Ulrich Natürlich Hygienespüler nehmen oder den Ulrich Entkalker und den gebt ihr ins Weichspülfach. Und der sorgt dann dafür, dass das wie eine saure Rinse wirkt und der nimmt dann eben noch die Waschmittelreste mit raus und vielleicht schon leichte Kalkablagerungen, die sich, wenn ihr gegen den mit hartem Wasser wohnt, dann in dem Stoff bilden könnten.
Und dann lasst uns jetzt über die Kosten reden. Also eine Grundausstattung an Höschenwindeln, Einlagen, Überhosen, da kann man Folgendes rechnen. Wenn du mit 25 Höschenwindeln, was wirklich jetzt schon sehr ausreichend ist, wenn du da einen Durchschnittspreis von 20 Euro pro Windel anlegst, auch das ist ein Durchschnittspreis, es gibt günstigere und es gibt teurere, dann bist du bei 25 Stück bei 500 Euro für die Höschenwindeln. Dann kommen noch ungefähr vielleicht 20 zusätzliche Einlagen dazu. Auch das ist jetzt schon sehr großzügig gerechnet. Durchschnittspreis auch 3,50 Euro, wären wir bei 70 Euro. Dann noch 4 Überhosen, 2 Wollschlupf, 2 Pullüberhosen. Das wären bei den Wollüberhosen vielleicht um die 32 Euro, bei den Pullüberhosen vielleicht 36 Euro. Es kommt immer drauf an, welche Art, welche Marke. Ja, dann bist du so roundabout 640 Euro für eine gesamte Erstausstattung. Eventuell ist das auch schon, wenn du mitwachsende Windeln nimmst, die gesamte Windelausstattung für die gesamte Wickelzeit. Denk immer dran, du kannst Stoffwindeln ziemlich lange benutzen. Du kannst sie eventuell noch für ein zweites Kind, drittes Kind verwenden oder eben dann weiter verschenken, weiter verkaufen. Ich sage eventuell, denn es kommt wirklich darauf an, wie gut sie gepflegt wurden auch. Ja? Und wie oft sie gewaschen wurden, wie sie geschleudert wurden, wie sie getrocknet wurden. Das sind alles dann eben auch so Punkte, die einen Stoff und ein Textilstück insgesamt verschleißen lassen. Wenn du das jetzt auf einen Monat herunterrechnest, dann sind das vielleicht 25 Euro pro Monat, wenn du etwas über 2 Jahre wickelst. Vielleicht müsst ihr nochmal die ein oder andere Überhose nachkaufen. Dann wäre es natürlich mehr. Aber es kann ja auch sein, dass euer Kind wesentlich länger die Windel braucht. Und es kann sein, dass es eben lange Zeit eine Nachtwindel braucht. Und die müsstet ihr ja sonst auch immer kaufen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass euch jetzt nach diesem Video besser klar ist, was Höschenwindeln sind, wie ihr sie verwenden könnt, welche Arten von Höschenwindeln es gibt, die einzelnen Vor- und Nachteile. Überlegt euch, ob ihr lieber Höschenwindeln oder Mullwindeln verwenden möchtet oder lieber Komplettwindeln. Dazu gibt es demnächst auch ein Video. Ich bedanke mich, dass ihr wieder zugeschaut habt und hoffe, dass ihr auch demnächst wieder zuschaut. Abonniert doch auch unseren Kanal, dann erfahrt ihr immer ganz schnell, wie es weitergeht. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.